Hallo alle zusammen. Ich hatte heute eigentlich schon was gemacht, aber das ist zwar geworden, aber mir hat es nicht überzeugend gut geschmeckt. Also da habe ich gedacht, nee, das überzeugt mich nicht. Deswegen machen wir jetzt das. Und zwar, das sind so Haselnussschnitten oder Mandelschnitten. Ich habe mich jetzt für Haselnüsse entschieden. Ich nehme meine Form 18 x 18 cm, da habe ich jetzt ein Backpapier reingegeben. Dann habe ich schon mal vorbereitet, einmal zweimal Eiweiß aufgeschlagen. Denn wir brauchen ein Eiweiß für die Masse und ein Eiweiß für obendrauf. Die sich damit jetzt noch nicht auskennen, vielleicht ganz neu anfangen zu backen. Beim Eiweiß ist es einfach wichtig, dass man eine saubere Schüssel, in dem Sinne fettfrei und trockene Schüssel hat. Und dass von dem Eiweiß wirklich nur das Eiweiß in der Schüssel ist und kein bisschen, auch nicht ein minimales bisschen vom Eigelb, sonst lässt sich das nicht aufschlagen. Und genau, und jetzt, was haben wir sonst? Wir haben hier drin 35 Gramm Rohrzucker, 60 Gramm weiche Butter, ein Eigelb, dann ein Dreiviertel Teelöffel Zimt, eine Prise Muskatnuss, eine Prise Nelkenpulver, eine Prise Salz. Dann haben wir hier drin 80 Gramm Mehl und 80 Gramm gehackte Haselnüsse in meinem Fall. Die sind hier unten drunter. Und das ist sozusagen unsere Teigmasse mit einem Eiweiß. Also da sind, wie gesagt, zwei drin. Wir nehmen dann einfach ungefähr die Hälfte. Und was wir oben drüber brauchen, ist dann noch ein Eiweiß, was auch aufgeschlagen ist. Hier drin sind 20 Gramm brauner Zucker und 35 Gramm wieder Haselnüsse. Da habe ich diesmal meine restlichen kleingehackten genommen und noch die ganzen. Und was ich zusätzlich jetzt noch dazu gegeben habe, ist einfach ein bisschen von so einer Backschokolade. Aber das muss man nicht, kann man machen. Wir rühren jetzt erstmal, verrühren das. Dann kommen die trockenen Zutaten hinzu, beziehungsweise die trockenen Zutaten, Moment, abwechselnd mit einem Eiweiß. So stand es im Rezept. Und der Ofen heizt gerade vor auf 175 Gramm Ober- und Unterhitze. Aber jetzt verrühren wir erstmal das hier. So, jetzt geben wir hier bisschen von dem dazu, bisschen vom Eischnee, oder unten ist noch ein bisschen flüssig, aber macht nichts, geht schon so. So, der Teig wird jetzt einmal hier drin verteilt. Jetzt kommt unser restlicher Eischnee zum Einsatz. Das bepinseln wir jetzt hier einfach. Also das ganze Eiweiß brauche ich gar nicht, das reicht jetzt hier schon aus. Das ist ein ganz kleines bisschen dann übrig. Und jetzt nehmen wir noch, wie gesagt, Rohrzucker, gehackte Haselnüsse, ganze Haselnüsse in meinem Fall und ein bisschen Backschokolade, und das kommt hier jetzt noch so verstreut oben drüber, und dann geht es auch schon ab in den Ofen. So, ich habe das Ganze jetzt mal gestürzt. Das hat auch gut geklappt. Ich habe einfach nur die Ränder
noch etwas gelöst. Und das Ganze war 20 Minuten im Ofen. Und jetzt werde ich mal gucken, dass wir einfach so eine Riegel schneiden. Natürlich jetzt noch im warmen Zustand, dass die nicht brechen. Und dann lassen wir es einfach auf dem Kuchengitter auskühlen. Wir sind fertig. Und zwar, ich habe jetzt nur noch ein kleines bisschen Puderzucker drüber gegeben, aber wirklich nur minimal. Und jetzt kommen wir zum Probieren. Bin sehr gespannt. Sehr nussig. Was für eine Überraschung. Aber es kam noch etwas mehr Puderzucker drüber. Ich persönlich würde eher, so wie ich es gemacht habe, Haselnüsse bevorzugen. Es sei denn, man ist natürlich allergisch oder man mag sie absolut nicht. Und dann sollte man sie in einer, ja normal wie man Plätzchen dann aufhebt, in einer verschlossenen Dose. Und ja, also mir schmecken sie total gut. Die Schokolade, da hätte man mehr reingeben können. Das habe ich jetzt nur so für mich reingegeben. Da habe ich jetzt noch nicht so viel geschmeckt, weil ich das ein bisschen wenig dazu gegeben habe. Man kann es aber auch weglassen. Und ja, was soll ich mehr sagen? Außer macht's nach, lasst es schmecken und ich hoffe, wir sehen uns wieder beim nächsten Mal. Tschüss!